Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu World of Warships. Und ihr seht hier gerade meinen, ja, mehr oder weniger neuen Kreuzer, den ich ja freigespielt habe. Und jetzt kann man hier auch sehen, Liegeplatzanbau, Kapitän rekrutiert, Schiffshinzufügung, Kamikaze R. Ich habe ja 288 Perlen gesammelt. Und hier ist das gute Stück, das man in den letzten Wochen freispielen konnte. So, der Zerstörer hat 1, 2, 3, 4 Geschütze, 1, 2, 3 Torpedowerfer. Und so sieht er aus. Sechs Schuss die Minute, also 10 Sekunden Nachladezeit. Das ist recht langsam. Hoffen wir, dass die Torpedos schneller nachladen. 47 Sekunden, naja. Reichweite 7 Kilometer. Okay, da muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir schon ein klein bisschen mehr vorgestellt. 6 Kilometer. Okay, immerhin gehen die Torpedos weiter als die Sichtweite oder die Erkennbarkeit. Ja. Hier haben wir noch einmal alles in Übersicht, in der Übersicht. Feuerreichweite 7,6 Kilometer. Na super. Und dann hat er noch nicht mal Sachen an Bord. Das ist ja schon fast ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also ich denke, 7,6 Kilometer, die werde ich eher selten nutzen. Das heißt, Flaklafetten brauche ich glaube ich auch nicht, denn das Schiff hat eine. Ja, dementsprechend werde ich dann wahrscheinlich, wenn überhaupt, den hier einbauen. Hier wäre sicherlich das am sinnvollsten. Ja. Gut, gucke ich nochmal. Ich denke mal, auf jeden Fall erstmal testen, wie der sich so fährt, ob der gut ist. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, die letzten Wochen Perlen zu sammeln. Mal schauen. Ja, gibt wohl gleich eine Runde damit. Bis gleich. So, dann wollen wir doch mal loslegen. Ich werde mal hier abdrehen. Oh, jetzt bin ich entdeckt. So ein Ärger. Wieso kriegt denn die Deske nicht anvisiert hier? Mann. Kacke. Naja, Hauptsache, die treffen mich nicht. Boah. Das war knapp. Sehr gut. So, ich weiß gar nicht, was meine Flak. Habe ich eine Flak? Ich weiß es nicht genau. Ich schieße auf jeden Fall mal mit. Ach ja, doch, eins, glaube ich, ne? So eine Einer-Flak hier drauf. Aber kein Bock darauf, dass die hier die ganze Zeit nerven. Ich hoffe mal, der schießt auf die Kohlberg. Ja, sauber. So, kann ich meine Flak nämlich wieder ausmachen. So, und dann bin ich nämlich gleich hier weg hier vom Fenster. Der ist zu dicht dran hier, der blöde Rossenzerstörer. Alle Eumel hier. Schießen wir mal mit drauf. Oh, schade. Komm schon. Komm schon. Oh nö. So was Ärgerliches. Naja, macht nichts. Ich muss erstmal die Geschütze drehen und dann. Oh. Der feuert auf mich. Ja, genau. So, aber noch mal gucken, ob da vielleicht einer von treffen kann. Wird wahrscheinlich eh abdrehen. Wenn er schlau ist.
Dann dreht er ab. Gerade nachdem hier die Torpedobomber auf den losfliegen. Aber ich kann gleich auf die Dasky mitschießen. Naja. Muss mal gucken, wo ich überhaupt hinfahre gerade. Kaputt bist du. Ja, die Kohlberg habe ich natürlich nicht getroffen. Schade auch. Aber da hätte ich ein bisschen mehr spreaden sollen, beziehungsweise einfach warten sollen, weil der ja auch gerade angegriffen wurde von den Fightern. So, ich bin immer noch entdeckt und werde natürlich auch beschossen dementsprechend. So, jetzt aber nicht mehr. Entschuldigung. Ich bin immer noch ein klein bisschen verschnüfft. Ah, der wird wohl leider hinter der Insel lang fahren. Da brauche ich jetzt nicht schießen. Wie sieht's mit dem aus? Ah ja. Auf den kann ich wiederum feuern. Oh nein, jetzt ist er weg. Komm schon. Komm schon. Oh. Entdeckt. Vorn. Ach, die Omaha, was macht denn die denn so weit vorne? Hä? Die wurde mir doch gerade eben noch als. Habe ich da falsch geguckt? Oh je. Oh. So knapp dran vorbeigeschossen. Ärgerlich. Das hätte eigentlich auch gut klappen können. So, erstmal wieder ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Also, was ich eigentlich ganz cool finde, der Zerstörer hier ist sehr, sehr wendig. Also das gefällt mir schon mal richtig gut. Die Nachladezeit ist natürlich weniger schön, aber irgendwas ist ja immer. So. Und jetzt möchte ich gerne hier lang fahren, glaube ich. Also ich habe, werdet ihr auch sicherlich gleich sehen, wenn ich im Hafen bin, ich habe schon drei, vier Gefechte, glaube ich, mit der Kamikaze gefahren. Die waren alle nicht schlecht. Also ich habe, glaube ich, pro Runde zwei Kills gehabt, also wie jetzt. Aber ich habe bisher alle Runden mit der Kamikaze verloren. Und dementsprechend bin ich natürlich jetzt heiß drauf, auch mal wieder einen Sieg einzufahren. Das wäre total super. Würde ich mich sehr darüber freuen. So, und ich werde auf jeden Fall im Kreis drin bleiben, denn auch wenn das jetzt hier ganz gut aussieht, mein Ziel ist einfach, den ersten Sieg mit der Kamikaze einzufahren. Und ich denke, ich war bisher auch ganz recht erfolgreich. Also kann man hier auch ruhig mal gewinnen. Durchkeppen. Jawohl. Erster Sieg. Oh, ich muss gleich mal einen Schluck trinken. Meine Stimme geht weg. So, und ich habe sogar Marinekriegsführung Glücksretter bekommen. Ja, so kann das doch durchaus weitergehen. Gut, war jetzt nicht das Nonplusultra, war eher, ich glaube, vom Schaden her war es auch nicht viel. Ah, 6000 Schaden. Also, dolle war es nicht, aber ich habe meinen ersten Sieg eingefahren. Yay! Und ihr seht, ich habe schon 4800 Punkte mit dem Schiff zusammen. Oh, und die Runde mit der Fubuki tatsächlich doch noch gewonnen. Das hatte ich nämlich gerade eben. Da muss ich einmal kurz reingucken. Die war für mich leider recht schnell vorbei. Ich konnte zwar eine Basis erobern,
Wurde dann aber die ganze Zeit von dem Träger gespottet. Und da ich keinen Support bekommen habe, ja, war es dann leider recht schnell vorbei. Die Mutsuki hat mich übrigens geplättet. Aber es war jetzt auch nicht schwer, denn wie gesagt, ich stand hinter der Insel zwar, aber kam da nicht weg, weil rechts und links jeweils ein Kreuzer gegnerischer standen. Ja, das war schade. Aber egal, gewonnen haben sie trotzdem. Und ja, ich freue mich. Das war der erste Sieg. Und jetzt gibt es auf jeden Fall das hier nämlich dazu, damit ich dann auch im Notfall weiterfahren und lenken kann. Yeah. Ja, so langsam wird das. Freut mich sehr. Worauf könnte ich denn jetzt mal ganz gut? Ja, die beiden behalte ich jetzt nochmal, weil ich halt nicht genau weiß, ob nochmal so ein, ja, Event kommt wie das letzte, bei dem man die Kamikaze gewinnen konnte. Denn da braucht man ja auch Stufe 2er und Stufe 3er als Schiffe, um Quest zu erfüllen oder Mission zu erfüllen. Und ja, die beiden hier sind, mit denen komme ich am besten klar auf den Stufen. Gab noch ein, zwei andere, die vielleicht auch noch gut gewesen wären, aber ich habe mich jetzt für die entschieden und bin auch sehr, sehr glücklich damit, muss ich sagen. Die liegen mir. So, dann würde ich sagen, drehe ich eine Runde. Wie viel fehlt denn hier eigentlich noch? Wo sehe ich das da? Oh, das ist ja gar nicht mehr so viel. Ah, die Cleveland. Richtig, richtig. Also, ich bin ja jetzt fast durch. Und mein Fazit für das Schiff, mit dem Schiff, es ist sehr wendig, sehr flink unterwegs, geile Flakbewaffnung. Die Vierer Drillingskanonen hauen rein. Gerade jetzt, wenn man, ich sag mal, auch mit HE schießt, auf Schlachtschiffe zum Beispiel. Also, ich hatte Runden, da habe ich 14, 15, 17, glaube ich, war mein höchstes, 17 Brände in einer Runde. Also, wenn ihr mal so ein Quest habt, irgendwie Brände verursachen, kann ich euch die Cleveland empfehlen. Also vor dem Update, ich habe sie jetzt noch nicht wieder gespielt. Ich werde sie jetzt aber mal spielen. Also wirklich der einzige Mini-Nachteil ist halt die Reichweite. Das ist ein bisschen schade, weil da, ja, ich sag mal zum Beispiel, man spielt ganz oft auch gegen zum Beispiel eine Königsberg. So, und die haben nämlich schon alleine eine Reichweite von, was haben die? 16 Kilometer, glaube ich. Und ja, das ist Stufe 5er. Die Nürnberg hat dann 16,5 Kilometer. Also die können euch schon unter Beschuss nehmen, bevor ihr überhaupt dran seid. Und die schießen ja auch recht schnell. Das ist halt so ein klitzekleiner Nachteil. Auch die Eroberer kommt, glaube ich, weiter als die Cleveland. Aber gut. Irgendwo muss ein Schiff ja auch einen Schwachpunkt haben. Oder muss es nicht, aber hat es halt. Nichtsdestotrotz hat mir die Cleveland sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin am Überlegen, ob ich das Schiff behalte. Weil es einfach doch echt eine Allzweckwaffe ist. Mit der Reichweite muss man halt gucken, dass man ein bisschen im Verband fährt, dass man dann ab und zu mal nach vorne fährt, wieder zurückkommt. Optimalerweise warten, dass gegnerische Schlachtschiffe und/oder Kreuzer gefeuert haben, dann versuchen ranzufahren, kurz ein, zwei Salven abschießen. Und wieder zurückfahren. Naja. Nichtsdestotrotz, wir gucken jetzt mal weiter. Und ich werde auf jeden Fall. Was werde ich denn machen? Ah, ich wollte gerade sagen, also auf der Map sehe ich doch hier einen Kreuzer. Da kommt die Eroberer ins Wasser geploppt. Oh, wie viele Zerstörer haben die denn? 1, 2, 3, 5 Stück und wir haben 4. Naja, gut. Schade, dass die Farragut darum fährt. Ich hätte es lieber gesehen eigentlich, wenn sie rechts rumfährt, weil hier auch noch eine Minekatze ist, die halt durch die Mitte fährt. Ah, jetzt ist es natürlich schwierig.
So, die Gegner haben. Oh, an Charme. Was ist da denn an Charme? Ach, das ist der China- oder Thailand-Zerstörer, irgendwie sowas, glaube ich, ne? Dieser Premium-Zerstörer. Wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Von dem weiß ich die Daten nicht. Nicholas hat 5,5 Kilometer Torpedos, Minekaze hat, glaube ich, 7 Kilometer Torpedos. Gut. Also das geht. Und ja, ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Also die Eroberer kommt auf jeden Fall hinterher, das ist schon mal gut. Und die hat auch schon ihren Flieger gestartet. Das ist natürlich noch besser. Kann ich meinen erstmal aufheben. Oh, da kommt eine Wyoming. So, drei Zerstörer sind auf jeden Fall schon mal. Oh, stopp. Ah, da komme ich, brauche ich glaube ich gar nicht schießen. Schade. Hätte ich bloß ein bisschen früher hingeguckt. So. Ich lasse mal die Aoba vorfahren. Zumal der auch Torpedos dabei hat. Wäre wahrscheinlich schwachsinnig, wenn ich den jetzt vor die Flinte fahre. Da kommt die Phoenix. Wieso schießt der auf mich, Mann? Oh. Wechsle ich mal auf AP um bei der Phoenix. Ah, die dreht sich leider zu schnell nach hinten weg. Das ist schade. Komme ich, glaube ich, nicht mehr. Ah, die fährt gegen die Insel gleich. Mit ein bisschen Glück sehe ich die gleich nochmal. Flixt. So, kann ich auch wieder auf HE umladen, jetzt wo da ein Schlachtschiff in Reichweite ist. Ich dachte ja, ich treffe bei der Phoenix vielleicht nochmal die Zitadelle, aber so nicht. Schade, dass der da so schnell weggekommen ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Genau, nimm mal die. Das ist gut. Steht der da? Ach, das ist ein Squad. Naja, gut. Ah, das ist schlau gemacht, ne? Der fährt dahinter. Los, Torpedos rauffeuern, Mann. Was macht ihr denn da? So, erstmal versuchen die Phoenix hier wegzukriegen. Sag mal, der steht da doch. Wieso treffe ich den denn nicht? Ja, war natürlich jetzt gut für mich, dass der repariert hat. Und er schießt schön auf die anderen, das ist natürlich noch besser. Oh, schade, jetzt dreht er. Hatte so schön Breitseite gerade, Mann, oh.
Ja, und sein Squad-Kollege oder Teamkollege, wie auch immer, der hat erstmal schön Schuh gemacht. Aber ja, was? Verrückte Welt. Ach, oh, der dreht ab. Na gut. Liege ich jetzt eigentlich falsch oder hat die Aoba keine Torpedos? Aber die Königsberg hat auch auf jeden Fall Torpedos. Warum schießt denn da keiner mit Torpedos? Das finde ich ja komisch. Ja, mir soll es wurscht sein, solange er jetzt nicht auf mich feuert. Ja, der brennt doch jetzt ab. So. Und weiterfahren. Sehr gut. So kann das doch weitergehen. Wir haben schon alle Zerstörer von denen zerlegt. Alter Schwede. Was haben wir denn hier für ein krasses Team am Start? Finde ich gut. 95 Treffer. Und ich glaube, bestimmt 80 davon waren jetzt auf die Wyoming. Ne, war es eine Wyoming? Doch, ich glaube ja, ne? Ja. Cool. Ja, so kann das gerne weitergehen. Da kommt die Phoenix wieder. Bisschen spät, Jung. Ah, verflucht. Komm mir nicht ran. Naja, ich werde jetzt mal nach vorne fahren. Will noch ein bisschen Action haben. Ja, wo kommt sie? War das gut so? Ich glaube nicht. War zu und hätte noch weiter nach vorne schießen sollen. Mist. Nö, doch nicht. Nein! Oh, du Sauhund. Aber der sollte es jetzt machen. Uhu. Ich habe Squad A ausgeschaltet. Kann ich jetzt behaupten. So, und da hinten, da fährt einer so ganz alleine. Ich werde mal hier so ein bisschen reinkreuzen, denn die Cleveland, die müsste. Ah, ne, die dreht jetzt gerade. Sonst hätte ich gesagt, die fährt rein. Aber ich fahre darüber, wo ich gerade hingepinkt habe, F1. Denn dort haben wir noch, das ist die Kongo. Da muss ich natürlich aufpassen. Ich denke mal auch, da wird kein anderer hinfahren. Jedenfalls die beiden auf jeden Fall nicht. Die haben zu wenig HP dafür. Und die, die genug HP haben, die New York, die Aoba und die da hinten. Ja gut, die Kongo. So, dann fahre ich doch gleich mal hier durch. Dann wollen wir doch mal gucken, ob ich da was reißen kann gegen die Kongo. So, HE-Munition ist geladen, das ist schon mal super. 15 Kilometer, aber bis ich hinter der Insel raus bin, passt das. Mit ein bisschen Glück schießt er seine erste Salve auf die Bogue. So, ich will schon mal ein klein bisschen drehen, dass ich hier schneller wegkomme.
So, noch schießt er nicht auf mich, das ist gut. Muss gleich drehen. Oh, ja, genau. Das gibt's auch gar nicht. Na, siehst du wohl, endlich mal ein Treffer. Naja, schieß mir ruhig einen rein, ist mir egal. Ja, ich habe auf jeden Fall resettet. Das reicht mir schon mal. So, und jetzt nochmal. Boah, 4 Treffer und nicht ein Brand. Das ist ja auch merkwürdig. Na gut. Ist jetzt auch egal. Wir werden das auf jeden Fall gewinnen. Und für mich zählt es jetzt eigentlich nur noch, ich würde gerne überleben. Das wäre cool. Na, schauen wir mal, wie es wird. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. 7 Feuer, ja, ist eine. Bei 104 Treffern 7 Feuer. Ist jetzt noch nicht so geil von der Quote her. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Witzig, dass er das tatsächlich noch versucht, den Punkt einzunehmen. Ja, und er zielt natürlich in die falsche Richtung. Gut für mich. Haha. Der dachte nämlich wirklich, ich komme da unten raus. Sehr gut. Yay, und da habe ich doch noch ein 8. Feuer dazu bekommen. So, was habe ich abgeschlossen? Ja, 500 freie Forschungspunkte. Sehr schön. Und hier. ...300.000 Schaden. Joa. Muss ich gleich mal gucken. So, erstmal hier schauen. Na gut. Ah, fast noch Dritter geworden. Ärgerlich. Aber ist okay. Also, Wyoming, 68 Treffer doch nur. Ich hätte ja jetzt auf die 80 geschätzt, aber gut. 19.000, 28.000, 3.000. Ja, das sind mal eben 60, 69, 70, 78.000 Schaden. Das ist doch ganz okay. So, gute Runde auf jeden Fall wieder. Und ich wollte hier mal eben schauen. Ach, das habe ich abgeschlossen. Und jetzt muss ich, zerstören Sie 5 amerikanische, deutsche, 5 japanische Schiffe. Bis wann geht das? Bis zum 24.02. 3 Tage noch.
Oder 2,5. Aber die 500.000 Credits will ich natürlich schon gerne noch mitnehmen, ne? Mal gucken, das wird knapp. Schauen wir mal. 20 Flugzeuge, 20 Flugzeuge. Joa, gut. Das kriegen wir auch schon noch irgendwann hin. Defensives Flakfeuer. Sehr schön. Flakfeuer 1. Und was könnte ich jetzt austauschen gegen defensives Flakfeuer 2? Ohne Gold dafür zu bezahlen. Was bringt mir das denn? Ah, die Ladezeit ist verkürzt. Okay, und mehr Aufladung. Ja, gut. Lasse ich jetzt trotzdem erstmal das erste drin. So akut ist das ja nun nicht. Und mir fehlen nur noch 76 Punkte zur Pensacola. Und ich denke, da ich ja recht gut dabei bin, was Forschungspunkte angeht. Nein! Oder mache ich das jetzt? Weil das Ding ist ja. Wie viel Platz habe ich eigentlich noch? Zwei freie Plätze. Gute Frage, gute Frage. Reichweite 14,2. 15,7. Okay. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Vier Schuss die Minute. Das ist natürlich echt übel. 15 Sekunden Nachladezeit. So, jetzt nur die Frage. Die Cleveland wollte ich ja auch ganz gerne behalten. Das heißt, ich müsste für die Pensacola einen neuen Kapitän anwerben, damit ich nicht immer hin und her schieben muss. Schwierig, schwierig. Ja, was soll's. Also die 76 Punkte gebe ich jetzt mal aus. Das ist ja noch nichts. Damit ist die Cleveland Elite-Status. Und die, oh, 5,5 Millionen. Puh. Ah, ich warte erstmal ein bisschen. So. Elite-Status erreicht. 5,5 Millionen. Leute, was mache ich denn da jetzt? Kaufe ich mir die? Was kommt denn nach der Pensacola eigentlich? New Orleans. Baltimore und Des Moines. Was haben die denn so für Reichweiten? Spielt man die überhaupt? Ah, 16,2 ist natürlich schon nett. Und die Baltimore hat 15,8. Ah. 15,8. Ah, schwierig, schwierig. Ich werde das erstmal so lassen und das in Ruhe überlegen, meine Nacht drüber schlafen. So, jetzt hole ich mir erstmal was zu trinken. Bis gleich. Ja, so, Trinken geholt, Hals ist wieder frei und ich habe gerade gesehen, ich bin schon doch locker über eine halbe Stunde rüber. Deshalb werde ich jetzt für heute hier Feierabend machen. Ich denke, ihr habt da ein paar ganz nette Runden gesehen. Und gerade jetzt auch die Runde mit der Cleveland, die war ja, war gut. Die war sehr gut, würde ich sogar schon fast sagen. Ja, gut, hier zwar zwei Kills, aber halt nur 6.000 Schaden oder so. Trotzdem hat mir die Runde auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, so soll es doch sein. Drei Spiele, drei Siege. Damit verabschiede ich mich für heute. Und ja, falls ihr mal Bock habt zu daddeln oder so, dann sagt Bescheid. Dann geht das los. Also Leute, bis demnächst. Guten Start in die Woche. Ich weiß auch noch nicht, wann ich das jetzt hier reinstelle, aber heute ist Sonntag. Deshalb morgen guten Start in die Woche. Und ja, ansonsten schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Bis bald. Ciao, ciao.